ist das gut. Oh. Die alte Post ist kein Bordell. Was sich liebt, das neckt sich. Ach, mehr Amore. Verstehe. Ich finde es übrigens echt schade, dass du zurück nach München gehst. Ich habe mich gerade ein bisschen an dich gewöhnt. Ich finde dich auch gar nicht so übel. Wenn Fabian mich verlässt, dann lasse ich die Bombe hochgehen. An deiner Stelle wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Hands up, you won't be falling on the ground. May my heart stop, need a moment to calm down. Your hands were my enemies at first. Say that's attempted murder, yeah. Frau Dr. König, sind Sie glücklich? Sind Sie zufrieden? Läuft alles nach Plan? Ihnen auch einen guten Morgen. Okay. Ich vermute mal, es geht um den Umzug von Fabian nach München. Muss ich Sie enttäuschen, habe ich diesmal nichts mit zu tun. Wenn es nach mir ginge, würde er hierbleiben. Fabian hatte hier sein Zuhause. Seine Familie, seine Praxis, seine Freunde. Alles war gut, bis Sie hier aufgekreuzt sind. Und jetzt wirft er wegen Ihnen auch alles wieder hin. Und wer profitiert davon? Wieder Sie. Sie machen sich meiner Praxis frei, in der Sie wirklich nichts verloren haben. Ganz ehrlich, ich verfluche den Tag, an dem Sie mit Ihrem Plag hier aufgetaucht sind. Das sagen Sie nie wieder. Sag mal, bist du eigentlich verrückt geworden? Ich hatte nie vor, Fabian aus Wiesenkirchen zu vertreiben. Ich bin hergekommen, um ihm zu sagen, dass er der Vater meiner Tochter ist. Und jetzt geht er zurück nach München, weil er Gefühle für mich hat, die nicht sein dürfen. Was du dir da eben erlaubt hast, ist absolut inakzeptabel. Wie kommst du dazu, so mit Sarah zu reden, ha? Manchmal muss man das Kind eben beim Namen nennen. Gott, was hast du eigentlich für ein Problem mit Sarah? Ich verstehe es nicht. Erklär's mir, bitte. Das ist ganz einfach. Diese Frau hat sich hier eingeschlichen und plötzlich sind all deine Pläne fürs Leben hinfällig geworden. Ach, das ist doch Schwachsinn, echt. Niemand hat sich hier eingeschlichen, Sarah schon am allerwenigsten. Im Gegenteil. Sie ist mir zuliebe in der Praxis eingesprungen. Und jetzt erklärt sie sich sogar dazu bereit, sie am Laufen zu halten, ja, bis ich einen Nachfolger gefunden habe. Kann man nur hoffen, dass der Nachfolger ein besserer Mediziner ist als diese König. Hey. Sie ist eine hervorragende Schaumschlägerin. Sie ist fachlich exzellent und sie ist bei den Patienten sehr beliebt, okay? Ich habe mir das einfach anders vorgestellt. Gut. Du hast mir die Praxis überschrieben. Es ist meine Entscheidung. Es ist mein Leben, um das es hier geht, okay? Ich habe dir diese Praxis überschrieben, weil ich wollte, dass du sie eben weiterführst. Okay. Dinge ändern sich nun mal manchmal. Ich weiß, dass du andere Vorstellungen hattest, aber glaub mir, ich hatte das auch alles anders geplant. Wie dem auch sei, du hast absolut keinen Grund, deinen Frust an Sarah auszulassen. Haben wir uns verstanden? Junge, bist du wieder im Wachstum oder wieso haust du so rein? Ey, ich habe heute einen ganzen Stall ausgemistet. Moin. Hey, guten Morgen. Hi. Magst du einen Kaffee? Ja, gerne. Ja, für Bruno und mich wird es höchste Zeit, sonst schaffen wir die große Gassi-Runde nicht mehr. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Ciao, Max. Du hast mir heute gar keine Blume gepflückt. Du auch. Ich hab's akzeptiert, dass ich keine Chance mehr bei dir habe. Wozu soll ich dir denn noch Blumen pflücken? Die du eh nicht willst. Ich pack's jetzt dann. Pause ist leider vorbei. Basti? Ja?
Mann, das ist doch scheiße. Also, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, aber so gar nichts fühlt sich doch auch weird an, oder nicht? Denkst du, dass wir vielleicht befreundet sein könnten? Also, dass das funktionieren würde? Soll ich dir, wenn wir es probiert haben? So, jetzt nimm dir das Stück Fleisch, und das tu dir schön anbraten von allen Seiten. Dann mach dir das in Backform und von Backform im Backofen. Okay, aber das Fett schneide ich ja vorher weg. No, das gibt Geschmack. Das ist doch selbstverständlich, Bianca. Ah. Papa, wir sind keine Köche, für uns ist hier rein gar nichts selbstverständlich. Da, schneide das hier und du als den Backofen vor, da. Wie viel Grad? 200 Grad, aber porca miseria, man kann sich doch nicht so blöd stellen. Dann mach selbst. Ich hab dir doch gesagt, ich berühre keinen Finger in dieser Küche. Für diese Julian Gerlach mache ich nichts mehr. Ob ich da gerade meinen Namen gehört? Haben Sie mich am Ende etwa doch vermisst? Wenn Sie sich erinnern, ich hatte ihn gekündigt? Sie haben mich nicht gekündigt. Ich habe ihn geschmissen, klar? So oder so, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Mir ist schlecht hier, ich muss hier raus. Ah, einen Moment, bleiben Sie, Herr Marino, bleiben Sie. Ich will Ihnen unseren neuen Koch vorstellen. Ein echter Profi. Er wird die alte Post in eine erfolgreiche Zukunft führen. Herzlich willkommen, Markus Röttger. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Wir müssen reden. Sofort. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy, but you don't wanna die. Like a numb little bug that's gotta survive. That's gotta survive. Hey, hallo. Geht's dir gut? Nee. Warum muss denn mein Leben immer so kompliziert sein? Ich meine, die ganze Situation, die ist schon wirklich absurd. Ich wollte 2 Wochen hier in Wiesenkirchen bleiben, mache daraus ein halbes Jahr. Ich steige bei Fabian in die Praxis ein, ich melde Leo hier an der Schule an und dann... Ja. Dann zieht der Mann, dem du sagen wolltest, dass er Leos Vater ist, von hier weg nach München. Das ist doch bekloppt. Ja, das kann man so sehen oder auch anders. Wiesenkirchen ist doch nicht nur Fabian. Es gibt doch hier jede Menge anderer schöner Dinge. Ja, klar. Mag schon sein. Weißt du, wie gestresst du in Berlin gewesen bist? So gestresst, dass du letztendlich diesen Autounfall hattest? Hier bist du endlich zur Ruhe gekommen. Du hast wieder Spaß an deinem Job und stehst mit beiden Beinen mitten im Leben. Ich habe mehr Zeit für Leo. Die ländliche Ruhe, die tut euch beiden gut. Und ihr habt Freunde gefunden. Hey, du hast jedes Recht, hier zu sein. Und für das Chaos in Fabians Leben bist du nicht verantwortlich. Und trotzdem ist es großer Mist, dass Alexandra ihn mit der Schwangerschaft erpresst. Ich hoffe nur, dass er seine Entscheidung nicht bereut. Super, Papa. Mhm. Ja, ich werde es ausrichten. Ich melde mich wieder. Ciao, ciao. Du strahlst ja richtig. Gute Nachrichten? Setz dich doch bitte mal, Ben. Ach, ich muss leider gleich wieder raus. Okay, dann mach ich's kurz. Also, pass auf. Ich habe gerade mit meinem Vater telefoniert und über unseren Umzug gesprochen. Und da hat er beiläufig erwähnt, dass er einen alten Studienkollegen hat, der gerade eine Klinik in München leitet. Und das freut dich so, weil? Weil er ganz dringend einen Allgemeinchirurgen sucht. Du könntest nächste Woche schon anfangen, Fabian. Ist das nicht super? Ich würde mir meinen neuen Job gern selbst aussuchen, ohne dass dein Vater interveniert. Das ist doch erstmal nur ein Angebot. Du musst es ja nicht gleich annehmen. Aber ich dachte, als deine Frau das... Dass du mal ganz kurz meine Karriere planen kannst, ist klar. Nein, natürlich nicht. Mein Gott, ich dachte jetzt nicht, dass das so ein großes Drama wird. Ich wollte nur helfen. Aber scheinbar lässt das dein Stolz ja nicht zu. Alexandra, ich mag es einfach nicht, wenn du hinter meinem Rücken mein Leben bestimmen willst, okay?
Das hat mit Stolz gar nichts zu tun. Womit denn dann? Damit, dass du dich gegen alles sperrst, was mit unserem neuen Leben in München zu tun hat? Hör zu, ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf noch eine Diskussion. Die mit meinem Vater gerade reicht mir. Tut mir leid, ich muss jetzt wirklich in die Praxis. Mein Vater erwartet wenigstens, dass du den Mann mal anrufst.